ganz herzlich willkommen zu einem Productive Monday Vlog. Heute ist tatsächlich Sonntag und ich habe mir heute mal eine Filmpause genommen bis jetzt. Ich habe total viel erledigt und irgendwie habe ich heute die Zeit einfach mal für mich gebraucht. Und ich habe aufgeräumt, ich habe die Wohnung umgestaltet bzw. generell mal ein bisschen eingerichtet, so gut es geht. Ich habe Dinge erledigt, die ich lange aufgeschoben habe. Es war heute so ein richtiger Reset Sunday. Ich wollte euch nämlich mega gerne bei meinem Montag mitnehmen, den ganzen Tag, weil ich morgen einen richtigen produktiven Montag machen wollte. Ich habe ja jetzt dann Klausurenphase, das heißt, ich stehe wieder um 6 Uhr auf. Falls ihr dringend Motivation sucht für jeden Tag, dann folgt mir mega gerne auf Instagram, weil da werde ich euch jeden Tag mitnehmen bei meiner Klausurenvorbereitung, bei Motivation früh aufzustehen und so weiter. Ich würde sagen, wir motivieren uns da einfach gegenseitig. Ich glaube, bei euch stehen jetzt auch bald Klausuren an. Ich habe euch unter dem vorletzten Vlog mal gefragt, wann eure Klausuren anstehen. Und die meisten meinten eigentlich genau die gleiche Zeit wie bei mir. Das heißt, eigentlich perfekt, damit wir gemeinsam lernen können. Ich werde auch natürlich sehr oft Livestreams machen jetzt in der Zeit. Also folgt mir einfach auf Instagram dafür, falls ihr das nicht verpassen wollt. Genau, was aber dazugehört für eine produktive Woche, dass ich alles plane. Dann nehme ich euch einfach mal mit bei meinem Planen. Ich plane meistens am Sonntag die Woche, auch nicht jede Woche. Wenn ich mich danach fühle, dann schon. Falls ich mich mal nicht danach fühle und ich einfach so ein bisschen mehr so in den Tag reinleben möchte und halt trotzdem organisiert zu sein. Aber manchmal mag ich das einfach, dann plane ich nicht so genau. Aber falls ihr meine Planungsroutine nicht kennt, ich plane die Woche an meinem Google Kalender. Den habe ich auch geteilt mit Jakob. Das heißt, Jakob sieht auch immer, wann ich Zeit habe, wann ich nicht Zeit habe. Und ich sehe das auch bei ihm. Das kann man aber auch ausstellen, dass er meine Termine dann nicht sieht und umgekehrt. Das ist mega praktisch, weil so kann man sich aufeinander abstimmen. Jakob und ich besprechen das meistens dann am Sonntag. Das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, weil wir einfach jetzt gerade komplett außerhalb von unserer Routine waren durch die ganzen Reisen und den Umzug. Und das wollte ich aber heute unbedingt nochmal mit ihm machen. Das mache ich auch dann später mit ihm, der ist gerade im Fitnessstudio. Genau, da besprechen wir dann meistens immer, wie unsere kommende Woche aussieht. Das gibt uns beiden dann total Struktur und jeder weiß dann so, auf was man sich die Woche einstellen kann, was total angenehm ist. Und genau, deswegen, ich plane mit dir einen Google Kalender und ich plane auch mit meinem digitalen Planner auf dem iPad. Aber ich werde mit euch heute mit dem Google Kalender einfach meine Woche mal planen und euch so ein bisschen mitnehmen. Ich plane, wie schon gesagt, mega gerne mit meinem Google Kalender, weil man da alles so in Blöcken einteilen kann und das mag ich mega gerne. Ich habe das auch so gemacht, dass überall pastellfarbige Farben sind, weil ich finde, die normalen Google Kalender Farben sind so aggressiv und da bekommt man schon Stress, wenn man das anschaut. Und durch diese pastelligen Farben macht es auch mega Spaß, das zu planen. Und ich habe so verschiedene Kategorien unterteilt, wie Uni, YouTube, Sport und so weiter. Und ich plane mir auch schon fixe Pausen ein, also zum Beispiel Mittagsbreak oder wenn ich was mit Freundinnen mache. Das hilft mir einfach, dass ich mich nicht nur auf die Uni fokussiere, sondern auch noch mein normales Leben lebe, meine Freundinnen sehe und so weiter. Die Woche ist geplant. Und ich habe jetzt mich in Sportklamotten geschmissen und ich wollte jetzt draußen auf der Terrasse ein Workout machen gehen und ich freue mich richtig darauf. Ich habe hier so ein bisschen, also so ein Workout-Set an, was so kurz ist und genau. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Ich sitze auf meiner Terrasse. Ich habe schon einen Morgen-Stretch gemacht. Bin noch ein bisschen müde, aber das ist normal, weil ich ja jetzt den ersten Tag heute um 6 Uhr aufgestanden bin. Ich mache mir jetzt irgendwie eine Kleinigkeit zum Essen und dann geht's los ans Lernen. Thank you.
Als allererstes habe ich natürlich einen Lernplan geschrieben. Die Vorlage ist übrigens von mir selbst, die gibt es auf Etsy, Study Organizer heißt die. Und damit schreibe ich total gerne meine Lernpläne, weil die mega übersichtlich ist. Und ich habe mir hier für 2 Wochen Zeit genommen eben und für jeden Tag den Stoff in kleine Blöcke unterteilt. Was mega wichtig ist bei einem Lernplan, dass ihr die Wiederholtage nicht vergesst, weil das Allerwichtigste beim Lernen ist das Wiederholen, dass ihr nochmal den gelernten Stoff anschaut, was könnt ihr nicht, dass ihr hier nochmal reflektiert, was müsst ihr vielleicht noch mehr lernen. So, ich habe jetzt mal alle Unterlagen zusammengepackt, also alles, was ich habe, alle Vorlesungsfolien in einen Ordner zusammengepackt und jetzt mache ich eine Pause. Es ist jetzt 8 Uhr, 7:45. Jetzt wollte ich unbedingt eine Hafermilch kaufen gehen, weil ich muss einen Kaffee mir machen und deswegen gehe ich jetzt spazieren, aber ist ja auch eigentlich ganz nice, ein bisschen Bewegung zu bekommen. Jetzt geht es in die 2. Runde. Ich mache mein Handy auf Fokus. Meine Aufgabe oder das, was ich jetzt mache, wir haben vom Professor eine Probeklausur zur Verfügung gestellt bekommen. Ich lerne heute für das Modul Lehren und Lernen in Organisationen und diese Probeklausur werde ich heute durchgehen. Ich bin schon die erste Frage durchgegangen und habe so in meinem Skript herumgesucht und so und habe mir wirklich mal überlegt, was die Antwort sein könnte. Also es sind meistens eher so Interpretationsfragen. Das heißt, man muss den Stoff wirklich gut drauf haben. Und das fand ich total hilfreich, weil ich habe jetzt die Thematik schon viel besser verstanden, obwohl ich jetzt vielleicht mal eine Stunde bis jetzt gelernt habe. Und ja, genau, da mache ich jetzt einfach weiter. Das möchte ich heute meinen Professor auch abschicken, damit er das durchgehen kann. Wir haben nämlich in genau 2 Wochen, also heute in 2 Wochen, die Klausur. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein totaler Fan von der Pomodoro-Technik und die habe ich auch beim Lernen angewandt. Dabei habe ich mir einen 25-minütigen Timer von YouTube angeschaut. Da gibt es ganz, ganz viele. Und das hilft mir total, fokussiert zu bleiben. Dabei ist mein Handy auch auf Stumm. Da habe ich gar keine Ablenkung und ich konzentriere mich nur auf das Lernen. Und ja, das klappt total gut. Danach mache ich eine Pause oder so und in der Zeit bin ich wirklich total fokussiert. Das ist meine bisherige Ausarbeitung. Ich finde das total praktisch, wenn man eine Probeklausur zur Verfügung gestellt bekommt und ich werde die heute auf jeden Fall abschicken, damit sich der Professor das durchschauen kann. Ich habe aber in einer halben Stunde eine Vorlesung, die ich gerne schauen möchte. Also es ist eine Online-Vorlesung heute und ich wollte mir dazu noch nochmal Spiegeleier oder sowas machen, weil ich irgendwie noch ein bisschen Hunger habe. Es ist jetzt kurz vor 11. Ich meine, wenn man früh frühstückt, dann isst man dann halt nochmal was. Aber genau, das mache ich mir jetzt. Dann mache ich eine kurze Pause und dann schaue ich die Vorlesung. Nom nom nom. Für die 2. Runde des Lerntages gibt es jetzt einen Iced Coffee und ich starte motiviert rein. Yay! Und dann würde ich sagen, let's go! So, ich habe die Probeklausur fertig. Ich habe mich allerdings mit einer verabredet, dass wir morgen die Probeklausur nochmal durchgehen. Da kann ich die morgen abschicken. Und jetzt mache ich Schluss für heute. Es ist jetzt 4 Uhr. Ich habe ein bisschen länger gebraucht für alles, weil ich mir mehr Zeit gelassen habe. Und ich hatte ja noch eine Vorlesung dazwischen. Aber genau, ich mache jetzt Schluss. Jakob kommt jetzt auch nach Hause. Wir werden dann wahrscheinlich noch ein bisschen Möbel einkaufen gehen. Je nachdem, ob er Zeit und Lust dafür hat. Genau, dann nehme ich euch auch mit. Wir
sind jetzt wieder hier und haben ganz viele Pflanzen gekauft. Jakob ist gerade schon beim Einpflanzen. Mega cute. Ich habe jetzt noch Bruschetta gemacht, also es ist jetzt nur ein kleines Abendessen. Nicht wundern, wir haben über den Tag verschiedene Sachen gegessen, also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt dass das jetzt alles war. Ich habe einfach nicht immer alles mitgefilmt, aber ich kann gerne mal ein What I Eat in a Day machen und das essen wir jetzt. Yum, yum. Das war mein Montag. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dass ich euch wieder mal an einem Tag mitgenommen habe. Ich drehe jetzt auch einen Wochenvlog für die Woche. Das heißt, am Donnerstag könnt ihr euch auf einen Wochenvlog freuen. Der wird wahrscheinlich dann ein bisschen länger werden. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Durchhaltevermögen für die Klausur. Zusammen schaffen wir das. Und wie gesagt, folgt mir mega gerne auf Instagram. Da nehme ich euch einfach jeden Tag mit. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bye!